Herzlich willkommen bei Die Filmanalyse. Heute mit einer kleinen Exkursion durch die Weimarer Innenstadt. Ich war soeben hier mit einer, ja, fruchtig ummantelt gesprochen, vollbusigen Dirne hier in diesem Etablissement. Die wollte allen Ernstes Unterhaltung von ihrem Film. Ja. Habe ich direkt gesagt, dieses Date ist an dieser Stelle beendet. Habe dann mir angeschaut, 4 Stunden lang, Mann schaut auf Stein. Ein Experimentalfilm aus dem italienischen Raum. Wunderschön, wirklich intellektuelle Stimulation. Und eben jene erwarte ich jetzt auch von unserem kleinen Lustwandeln hier durch die Stadt. Schauen wir doch mal. Wie Wittgenstein einst zu treffen konstatierte, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Ja? Weshalb ich lediglich die Form von Bildsprache akzeptiere, die mich intellektuell stimuliert. Hier zum Beispiel sieht man, hier werden die niedrigsten Bedürfnisse befriedigt. Ne? Eine ganz große Barbarerei, wie hier die Beute gerissen wird. Ja? Fürchterlich. Schmeckt es denn wenigstens? Ja, mir schmeckt es. Und dir? Ich brauche immer ein bisschen intellektuelle Stimulation. Also wenn das Essen nicht in einer gewissen Form zu mir spricht, dann habe ich überhaupt gar kein Interesse, in diesen Dialog zu treten. Generell entsetzt es mich, wie hier das Gros der Gesellschaft sich dem primitivsten Lustreigen hingibt, ja, als Form des Entertainments. Ja, die Körper, die sich aneinander schmiegen, das ist nichts, was in irgendeiner Form mental fordert. Das neige ich abzulehnen. Es hält die graue Masse der Masse fest im Griff. Überall rasieren sich Leute den Schritt, es liegt Schamhaar in der Luft. Schein des Scheinwerfers, ist das Reh wirklich ein Reh oder ist es nicht doch ein Hirsch? Ja. Das verdeutlicht natürlich ganz klar, dass der Hirsch das Stattliche, generell kann man sagen, die Akteure dieser überdimensionierten Leinwand, die lassen wirklich zu wünschen übrig. Ne? Also ich muss sagen, Moment. Ja, hier auch absolut symptomatisch natürlich der Spielplatz. Eine kafkaeske Metapher, möchte man sagen, wird hier aufgetan. Das größte Problem der Menschheit, Reproduktion der Reproduktionswegen. Ja? Fortpflanzung wie die Tiere, man unterscheidet sich gar nicht mehr davon. Und die Lösung bietet natürlich bereits 1980 folgender Künstler Gigi Allen. Kill the children, save the food. Natürlich bin ich der Meinung, dass existierende Kinder wirklich ein Recht auf Leben haben. Wie bereits der große Künstler David Hein sagt, die Menschenwürde ist auch da. Und das gilt natürlich auch für eben jene. Die Würde des Menschen ist auch da. Ein weiteres Kino, eine weitere Barbarerei, einen wunderschönen guten Tag. Ich will einmal das Programm studieren. Ich hatte, glaube ich, hier auch noch eine Nachricht bekommen. Till Schweiger macht einen neuen Film. Zum Glück gibt es noch das ein oder andere Kontrastprogramm zu den, ja, man möchte es gar nicht Werken sagen von Till Schweiger, wie zum Beispiel. Behindert jetzt das Herannahen des Antagonisten mit einem Blitz beim Alfred Hitchcock. Ja? Nein, das Fenster zum Hof ist hier ein Symbolbild, wirklich ein Fenster zum Antagonisten, dargestellt durch das Blitzlicht. Es ist wirklich sehr interessant, wenn man das einmal genauer betrachtet, wie auch bereits schon Goethe zu sagen pflegte, Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern. Mann, Start auf Wand, was macht er? Denkt er nach? Hat er Freigang im Kopf? Lust wandelt er auf grünen Wiesen des Intellekts? Das alles zusammen in ein 6-stündiges, na, sagen wir französisches Arthouse-Korsett gesteckt. Vor allem mit mir in der Hauptrolle, das wäre doch herrlich. Sehr gerne. Was sollen sie sonst spielen? Du nicht, bist nicht hübsch genug. Touché, Digga, touché. Die hat nicht nur den Schock-Value, wie man neudeutsch sagt, sondern auch eine gewisse Katharsis geht er damit ein. Ne? Wenn dann früher, da war ich eine Currywurst, die Bulette sagte guten Tag. Ganz klar, was der Autor hiermit meint, er meint die Verwurstung von altem Stoff im modernen Kino. Japanische Terroristen mit runtergelassenen Hosen bewerfen alte Damen mit Katzenfutter von Aldi. Was der Künstler uns hiermit sagen will, ist natürlich die Kontroversen, die die Welt offen hält für uns, ne? Die Gott für uns geschaffen hat. Da muss man erstmal drauf kommen. Da hat sich Gott auf jeden Fall richtig schön was ausgedacht. 2001 natürlich. Stanley Kubrick, ein ganz großer Klassiker. Ja, da ist ja auch so viel, was man da hineininterpretieren kann. Das moderne Kino kann da nicht mithalten. Das stimmt. Es muss natürlich im Oberstübchen brennen, nachdem man das Kino verlässt.
Ne? Da gibt es nur wenig Filme, die wirklich Eindruck hinterlassen. Das ist sehr korrekt. Ich bin sehr froh, dass wir da auf einen gemeinsamen grünen Zweig gekommen sind. Das denke ich auch mal. Sie machen ja einen intellektuellen Eindruck. Ja. Christopher Nolan ist ja so ein bisschen der moderne... Was ist denn hier los? Es tut mir leid, dich instruieren zu müssen. Du hast da Vogelkot. Nein, nicht jetzt! Hier sehen wir auf jeden Fall sehr interessantes Rudelverhalten. Fuck, Alter. Wenn ihr nur schaut, aber nicht seht, dass ich Hunger leide, dann schlecht, geht mal auf Patreon. Geld, gut. Lass mich mal, ich habe gerade schlechte Haare. Oh Gott, das machst du mal wieder weg.